Generationen sind mit ihnen aufgewachsen und noch heute stehen sie in Kinder- und Jugendzimmern weltweit. Die Bücher von Thomas Brezina. Mehr als 600 hat er bereits verfasst. Seit den 90ern wachsen Kinder mit ihm auf. Die Neugier, die Begeisterung ist genauso da wie zuvor. Das Leben ist aber schon fordernder und anstrengender geworden. Und die Vielfalt auch von allen Medien ist mehr geworden. Das hat sich verändert. Aber eben neugierig zu sein, etwas erleben zu wollen, etwas entdecken zu wollen, unsicher zu sein, nicht genau wissen, Probleme Schule, Probleme Familie und so, das ist immer gleich. Ich sehe mich als ein Geschichtenerzähler, der sich sein Publikum immer vorgestellt hat. Der 61-Jährige ist Autor, Moderator und Produzent. Heute ist er Gast bei einer Veranstaltung des Linzer Vizebürgermeisters und Mobilitätsreferent. Kinder sind unsere Zukunft und sie leben in den Innenstädten von morgen und übermorgen. Und wir haben heute das Zukunftsforum, das sogenannte Vorwort, wo wir uns damit auseinandersetzen wollen, wie kann man und soll man die Städte für Kinder im Speziellen gestalten. Und wir wollten nicht nur über Kinder reden, sondern vor allem auch mit ihnen. Die Schüler haben an einem Malwettbewerb teilgenommen und zeigen, wie sie sich die Stadt vorstellen. Ganz oft kam der Vorschlag, es sollte ein Rauchverbot vielerorts stattfinden. Wir haben beispielsweise ein Hochhaus unter dem Titel Pokémon Hochhaus bekommen. Wir haben sehr viel Wünsche bekommen, dass mehr Grünraum und Fahrradwege gestaltet werden sollen. Und insgesamt Spielplätze waren natürlich ein großes Thema. Beim Forum beschäftigen sich Experten mit der Frage, wie sich der urbane Lebensraum für Kinder und Familien entwickeln muss. Sehr häufig auch sagt es, die Eltern und Erwachsene sollen sich auch an Gebote halten, zum Beispiel Rauchen verboten oder auch den Müll nicht auf die Straße schmeißen. Dazu diskutieren Bildungswissenschaftlerin Raffaela Kogler, Kindermuseumsdirektorin Andrea Schutti, Architekt Clemens Bauder. Wann so eine kindergerechte Stadtgestaltung ist, ist man sozusagen denen, was macht der Stadt insgesamt gut oder was braucht der Stadt und unser Zusammenleben. Und eben Thomas Brezina. Ideen und Gedanken kommen sehr viele von Kindern, auf die Erwachsene oft gar nicht kommen.